Heute geht es um die Lensball-Fotografie und wie einfach damit auch Bilder mit dem Smartphone entstehen. Wir benötigen einen Lensball, in meinem Fall ist das der Rolei Lensball mit 90 mm Durchmesser. Als Objektiv benutze ich das 50 mm 1.8 von Sony. Das ist ein günstiges Objektiv und wird wahrscheinlich auch jeder zu Hause haben, beziehungsweise eine ähnliche Brennweite. Und als Kamera benutze ich meine A7 II. Wichtig ist eigentlich nur, dass eure Kamera einen M-Modus hat. Darüber können wir dann die Verschlusszeit, den ISO und die Blende manuell regeln. Den ISO sollte man auf jeden Fall nicht auf Automatik stellen, sondern auf einen festen Wert. Es schadet auf jeden Fall auch nicht, ein bisschen Glasreiniger mitzunehmen, denn die Kugel verschmutzt ziemlich schnell und die Fingerabdrücke sieht man bei offenblendigen, scharfen Objektiven schon ziemlich deutlich. Deswegen einfach ein bisschen Glasreiniger abfüllen und mitnehmen. Für die Praxis mit dem Lensball ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr die Kugel auf keinen Fall irgendwo im Wald oder sonst wo liegen lasst, denn bei Sonneneinstrahlung, wie ihr hier jetzt schon an der Deckenbeleuchtung sehen könnt, bündelt sie das Licht sehr stark und kann auf jeden Fall Brände verursachen. So, genug geredet, jetzt geht's los und nach draußen fotografieren. So, wir sind jetzt draußen und haben die Kugel jetzt mal hier auf so ein Grasbüschel gelegt und haben jetzt ein schönes Gegenlicht, sind hier an einem alten Steinbruch und werden jetzt einfach mal versuchen, da ein paar schöne Bilder zu machen. Wenn ich jetzt mal hier mit der Kamera rangehe, ich habe jetzt hier gerade eingestellt eine Blende 11, ein ISO 200 und ein 60stel Verschlusszeit. Einen Fokus habe ich auf manuell und ganz kurz. Sieht man an dem orangenen bzw. gelblichen Rändern. Wenn man jetzt hier die Kamera ein bisschen dreht, kriegt man sogar noch einen kleinen Lensflare mit rein. Wenn man dann die Gegenlichtblende vielleicht sogar noch mal abmacht, kann man das noch ein bisschen verschärfen. Dann kann man auch mal ein bisschen damit spielen, dass man ein bisschen unterbelichtet oder auch mal ein bisschen überbelichtet. Auch mal ein Hochformat wechselt und die Position an sich ein bisschen verändert. Genau. Hilfreich ist dabei manchmal auch ein Stativ. Dazu werden wir jetzt mal ein bisschen umbauen. Haben das Stativ aufgestellt und die Kamera drauf befestigt. Die Einstellungen für solche Aufnahmen, wenn man jetzt die Hand, also die eigene Hand fotografiert, ist eigentlich besser, wenn man auf nur den Monitor schaltet. Bei meiner Sony hier ist das im Einstellungsmenü auf dem vierten Reiter. Da stelle ich einfach nur Monitor ein, weil wenn ich das nicht mache und auf Auto lasse und ich komme hier oben an den Sucher zu nah dran, sehe ich mein Bild nicht mehr. Deswegen stelle ich hier nur Monitor ein, dann passiert das nicht mehr. Jetzt schaue ich, dass ich mit dem Arm schön weit nach vorne komme. Der Fokus ist ganz kurz, also auf das wenigste, 0,4 Meter. Ich mache meinen Ärmel ein bisschen nach vorne, dass man hier noch ein bisschen die Farbe drin hat. Und jetzt gehe ich relativ mittig rein und drücke den Auslöser. Hier das gleiche Spiel. Position ein bisschen verändern, mal ein bisschen weiter oben, weiter unten. Bisschen mehr Arm, bisschen weniger Arm. Mit Blende ein bisschen weiter zumachen, ein bisschen weiter aufmachen. Einfach ein bisschen rumprobieren. Und dann auch mal einen Hochkant wechseln. Dank der Adapterplatte hier, diesem L-Bracket, kann ich das einfach so drehen. Ohne Adapterplatte vom Stativ. Bildausschnitt wieder anpassen. Jetzt kommen wir hier nicht mehr richtig auf die Drittelregel, dann machen wir noch mal einen kleinen Schritt zurück.
gucken, dass wir die Blende wieder ein kleines bisschen mehr öffnen können. Obwohl, wir bleiben bei 16. Gehen wir mit dem ISO einfach ein bisschen höher. Nehmen uns wieder die Kugel. Ziehen unseren Ärmel nach vorne. Und probieren auch hier wieder unterschiedliche Positionen aus. Machen ein bisschen heller und dunkler. Gut, das war jetzt umgedreht, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann schauen wir mal, was wir so alles erwischt haben. Das wäre jetzt zum Beispiel das letzte Bild gewesen. Und die bearbeiteten Bilder kommen jetzt. Mit dem Smartphone funktioniert das übrigens ganz genauso. Entweder ihr habt eine App, worüber ihr die Kamera des Smartphones manuell steuern könnt, oder ihr wendet einen kleinen Trick an, worüber ihr die automatische Belichtung der Kamera ein kleines bisschen austricksen könnt. Ihr könnt bei eurer Smartphone-Kamera mit dem Finger lange auf den Display tippen, wodurch dann die Belichtung und auch der Fokus festgehalten werden. Das heißt, wenn ihr dann die Kamera rotiert oder in eine andere Lichtsituation bringt, bleibt trotzdem die Belichtung gleich. Das war ein kleiner Einstieg in die Lensball-Fotografie. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr möchtet. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut und tschüss.